Ein kleiner Anfangsapplaus für Heike. Hallo, ich bin Heike Meyer und ich habe auch meine negativen Erfahrungen gemacht. Leider gibt es in Deutschland keine Rechtsprechung mehr. Ich habe schon 2 Strafprozesse gehabt. Der erste, da habe ich gleich gemerkt, wie der Hase läuft. Der Staatsanwalt sagte, im kleinen Gespräch mit dem Anwalt und dem Richter, wir haben noch nichts gegen Sie in der Hand. Und der Richter sagte, nee, ich möchte aber Sie bestrafen und ich sollte ein Bußgeld von 500 Euro zahlen. Ich habe damals gemerkt, es hat keinen Sinn, auch in einem nächsten Prozess würden die Justizbeauftragten wieder weisungsgebunden handeln, wie die Regierung es ihnen vorgibt. Also hatte ich die mit Tränen in den Augen die 500 Euro bezahlt. Jetzt habe ich einen zweiten Strafbefehl und soll 4.800 Euro zahlen und bin in die Berufung gegangen. Ich hätte jetzt gedacht, dass es nicht mehr zu diesen Prozessen kommt, weil die RKI-Files, die von einem alternativen Medium herausgeklagt wurden zwischenzeitlich, eigentlich ganz klar besagen, dass erstmal die Masken nichts bringen und schädlich sind und dass die ganzen Corona-Maßnahmen nur politisch vorgegeben waren und nicht wissenschaftlich fundiert. Und deswegen bin ich diesmal in die Berufung gegangen. Und warum ist das jetzt alles überhaupt so weit gekommen? Ich bin zutiefst enttäuscht von Deutschland, weil die Bürger sich alles gefallen lassen. Die Polizisten hätten alle remonstrieren müssen, die Lehrer hätten remonstrieren müssen, die Justizangestellten hätten remonstrieren müssen und die Ärzte hätten auch nicht mitmachen dürfen. Aber nein, man kann den Deutschen alles verkaufen und alle machen das mit. Und keiner, und vor allen Dingen die Medien auch nicht zu vergessen. Und leider gibt es auch keine Meinungsfreiheit mehr, das haben wir hier heute auch schon gehört. Medien, die etwas anderes als von der Regierung vorgegebenes Narrativ verbreiten, das sollte man hier auch mal erzählen, davon kriegt kaum einer was mit. Da gibt es kein Medium, dem nicht schon die Bankkonten gekündigt wurden. Da sind überall Sanktionen und Bestrafungen und deswegen traut sich keiner mehr den Mund aufzumachen. Aber es ist ganz wichtig, dass die Bevölkerung mal was davon mitkriegt und deswegen sind wir heute hier. Und ich hoffe, dass ihr das davon mit nach Hause nehmt.